Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier live in Hannover. Ich zeige euch mal den Grund für den Aufmarsch. Die AfD hat einen Wahlinfostand hier. Das war erst unser lieber Freund hier vorne. Am Stand hat rumgestänkert. Und jetzt haben wir hier circa 20 Vermummte, vielleicht auch 25. Ja, ich kann hier aktuell nicht weg, sage ich dir gleich. Wir haben jetzt hier 25 Vermummte, es werden immer mehr. Du hörst es. Alerta, Alerta. Ich bin live. Du musst. Ja, ja, soweit das hier ist, die Polizei ist ja vor Ort. Zwei Einsatzwagen. Die holen jetzt natürlich die Hundertschaft, ist klar. Wir wissen aber, für eine Stunde 20 Minuten wird es dauern. Und das alles, weil Leon hier war. Und ich habe es vorausgesagt. Ja. Ja, ja, gut, gut. Ciao, ciao. Ganz Deutschland hasst die AfD! 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 Oh, die Omas gegen rechts. Friedrich, ich brauche meinen Opa gegen links. Ich warte mal, ob noch ein paar andere kommen. Ja, kommen noch ein paar. Für die habe ich nämlich eine Ansage. Ja, ja. Ja.
nach wie vor dahinter. Haben Sie es gehört, dass die AfD mit Höcke und den von der CDU diskutiert haben vor ein paar Tagen? Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich muss ehrlich sagen, man muss allen Menschen, weil ich will keine Schleuser, die hier 30.000 in der Woche reinbringen und 10.000 und 100. Die Alten, die hier rübergekommen sind, die Ausländer, vor 10, 20 Jahren muss man kann man alles und hier arbeiten. Aber es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ja. Aber wenn die hier rüberkommen und dann hier straffällig werden. Straffällig, ermorden, erschießen. Dann muss man gucken. Der Amri hat uns erschossen in Berlin am Weihnachtsmarkt im LKW Leute totgepackt. Solche will ich hier nicht. Ich will auch vor allem, dass die Deutschen mal wieder richtig viel Geld kriegen, Renten und so weiter. Und nicht alle hier. Die sind alles Kinder von reichen Eltern. Ja, natürlich. Die haben nie gearbeitet. Da haben die das Eltern. Ist wenn es dann zu Strafverfahren kommt, zahlen die Eltern den Anwalt und dann geht's. Und haben noch nie Schulden. Die haben Häuser, Eigentumswohnungen, alles. Dann die fahren Auto. Nazi, ist richtig. Ja, mittlerweile ist ein bisschen Verstärkung angekommen von der Polizei. Macht ihr jetzt eine Polizeikette und sperrt ab? Ja. Die müssen sie wegjagen hier. Das sind die Leute, die Linken, die auch die Polizeiautos anzünden. Kannst du mir glauben? Die Frage, die ich mir natürlich auch immer stelle, was ist denn mit dem Vermummungsverbot? Gibt es das in Deutschland noch? Gibt es das nicht? Immer noch gefährlich, weil immer noch Antifa hinter der Polizeikette ist. Gut, wird gerade polizeilich behandelt, okay, will ich nichts gesagt haben. Wir schauen mal, wie das weitergeht. Teilt den Stream, liked den Stream. Ich bin in der Stadt, es ist ein AfD-Infostand, Wahlstand und wir haben hier so gut 25 bis 30 Vermummte jetzt hier rumstehen. Ihr habt es gehört, wir sind live, teilt den Stream, liked den Stream und viel Spaß.
Ja, natürlich! Ja, geile Kiste. Geile Kiste. Was passiert? Auf die internationale Solidarität! Auf die internationale Solidarität! Ja, natürlich. So, bist du bereit? So. Warte, vielleicht kriegen wir ein bisschen Idee. Wir fangen so ein paar Momente an. Ja, Moment noch da. Nein, das ist perfekt. Ja. Warte mal, ich fang da an und fäng mit dabei. Okay, okay. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. 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 Es gibt kein Recht. Leute, lasst das Trotzen sein! Zeigt euch den Das ist große Musik vor allem auch. Und wenn die Inhalte hier an den Mann gebracht werden, können wir vorher gleich machen. Ja, ihr seht das. Omas gegen rechts informieren sich, nehmen die AfD-Flyer. Okay, das ist also, sind also hier unsere Parolenschreier. Ja. Richard? Nazis töten schon. Was soll ich sagen? Wie fehlen die Worte? Also, Wieder mit der Nazi-Pest auf Ost, auf West.
gerne eine Anzeige aufgeben. Alle zusammen gegen den Faschismus! 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 Ja, da mache ich sogar mit. Und da hört meine Partizipierung. Refugees are welcome here. Say it loud, say it here. Refugees are welcome here. Say it loud, say it here. Refugees are welcome here. Bravo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti! 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 Tutti antifascisti! Wir wollen Frieden, was wollt ihr? Wir wollen Frieden, was wollt ihr? Wir wollen aufgeben. Ja, liebe Zuschauer, ein geiler Spruch. Wir wollen Frieden, was wollt ihr? In Richtung der AfD. So, wenn ich das richtig entsinne, ist die AfD im Bundestag die einzige Partei, die sich für den Frieden ausspricht, während alle anderen Parteien, SPD, Grüne, FDP, alle sich immer nur für weitere Waffenlieferungen aussprechen. Oder sagen wir einfach mal Kiesewetter, der sagt, wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Und dann solche Sprüche. Da sieht man, dass wahrscheinlich bei den hier Demonstrierenden etwas an Bildung fehlt. Ihr seht, die AfD macht weiter ihren Turn, führt weiter Gespräche, informiert Leute. Und die Menge, die hier brüllt, steht relativ abseits. Die Polizei wird, denke ich mal, jetzt auch die noch weiter verorten und die Versammlung etwas anders beschränken. Was? Ja.
oder was mir hier auch aufgefallen ist, Nazis töten und irgendwas anderes. Ja, Nazis töten ist natürlich auch schon... Schön sind die Faschisten, deutsche Polizisten! Schön sind die Faschisten, deutsche Polizisten! Schön sind die Faschisten, deutsche Polizisten! Weil da ist auch schon wieder, und die Polizei hat es natürlich nicht auf dem Schirm, ne? Die beiden hier, ja. Die beiden aufpassen, ja, ja. Da drüben aufpassen. Ja, hier vorne rechts ist schlimmer. Die links in der Mitte. Rechts, ja, die weiß ich. Ja, ich habe die auch schon mehrmals. Die lenken nur ab und rechts in die anderen mit. Die rein also. Das ist doch auch klar, dass wir was Der Polizist oder wer? Nein, der Junge ist halt von Antifa. Der hier, ja, das weiß ich, ja. Ihr seht das, die Antifa kommt immer mit neuen Leuten, probiert immer wieder an den Stand dran zu kommen. Die Polizei ist dann noch auf Hinweisgebung recht aufmerksam. Ob das personell bei der Polizei reicht, weiß ich nicht. Hier wird aus Unwissenheit, sage ich einfach mal, mitgeklatscht. Die Oma hier oder die ältere Dame macht es richtig, zeigt denn einen Vogel und einen Scheibenwischer. Das ist Courage. Propaganda, ja, Propaganda, ja.
Wieder mit der Nazi-Pest auf uns und bis! 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 Wieder mit der Nazi-Pest auf uns Ihr seht ja, Passanten, die vorbeigehen, die eine andere Meinung haben, werden hier angepöbelt. Das ist das Verständnis von Totalitarität. Der Herr, der da eben lang gegangen ist, wurde ja angepöbelt. Da ist einer da hinten lang und der wurde gleich angepöbelt von dem, weil er eine andere Meinung hat. Scheiße! Scheiße! Ja! Scheiße! Ganz Hannover! Was die AfD! Ganz Hannover! Was die AfD! Ganz Hannover, hasst 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 die AfD! Ich finde die Leute lustig, wenn ihr mal so ganz still und heimlich hier klatschen. Oder wie so. Ja, die Versammlung wird jetzt von der Polizei beschränkt, soll noch weiter zurück Richtung Platz der Weltaufstellung, Richtung Osterstraße, Ecke Kramerstraße. Wir werden schauen. Ich
glaube nicht, dass sie das machen werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Polizei hier gleich noch mit etwas mehr Personal auflaufen wird und hier gleich noch die Einsatzhundertschaft kommt, erfahrungsgemäß Viertelstunde bis halbe Stunde brauchen, die ehe sie hier sind. Und dann wird das hier, glaube ich, gleich lustig werden. Die Informationsarbeit läuft weiter. Wir haben allerdings da hinten auch noch mal ja, so 10, 12, 15 Personen, die sich jetzt auch wieder langsam dem Infostand nähern. Die Antifas pöbeln Leute, die am AfD-Stand sind, an, werden jetzt von der Polizei nochmal separiert. Aber so ist das mit der Meinungsfreiheit in Deutschland. Es wird sich so langsam zurückbewegt, so einen knappen Meter. Doch so langsam zerfällt jetzt der Haufen und revidiert sich weiter nach hinten. Die Polizei erzählt immer viel, es muss sich aber nicht immer daran gehalten werden. Und diese Herrschaften halten sich öfters nicht daran. Diese Herrschaften. Und aber Polizei macht doch nur ihre Arbeit. Ja. Oder die gehen nur nach hinten. Die sind schon nach hinten. Die wurden beschränkt weiter nach hinten. Deutsche Polizisten schützen die Faschisten! 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 Schützen die Faschisten! Wir sagen nur, was Wahrheit ist. Der Schrecke ist ein Faschist! Sagen nur, was Wahrheit ist. Björn Höcke ist ein Faschist.
Ich hab's euch darauf gesagt. Ja, war ja klar.
So, dann lese ich mal gerade eben den Chat auf YouTube ein bisschen. Covid-Jod, ja, nee, habe ich heute keinen Bock drauf, näher ranzugehen. Vermummungsverbot habe ich auch schon angesprochen. Wird leider von der Polizei immer nicht geahndet. Warten Sie, ich mache. Ich muss mal kurz raus. Die Polizei wünscht, dass ich kurz offline gehe. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, entschuldigt, dass ich mal kurz offline war. Der Einsatzleiter der Polizei hat mich darauf hingewiesen und gebeten, dass ich keine Profilaufnahme mache, was ich auch nicht mache. Ihr seht es ja, ich bin so weit weg von der Demo, dass ich da keine Profilaufnahme mache. Und wenn ich hier natürlich mal lang gehe, dann kann das natürlich sein, dass da mal irgendjemand vielleicht etwas größer drauf ist. Aber es ist nicht beabsichtigt, dass ich hier irgendwelche Leute im Großformat filme. Das überlassen wir dann doch den Fachjournalisten von der Hofa. Es ist ja Minimum einer vor Ort. Und dann sollen die mal machen. Ihr seht aber, bei der AfD läuft das Geschäft weiter. Man informiert die Passanten, man unterhält sich und ist relativ unbeeindruckt von dieser kleinen Profa-Demo. Die jetzt so scheint, es auch allmählich so ein bisschen die Lust verliert. Sie stehen da so locker zusammen. Und man hat ja zumindest etwas Wasser organisiert, damit die Armen nicht verdursten.
Wand lang. Ja, die Demo scheint sich da jetzt recht gut aufzulösen. Man verflüchtigt sich, es werden jetzt mal weniger. Man verabschiedet sich. Man ist wohl am Ende seiner Tatkraft. Ja, liebe Leute, ihr seht das, da wird aufgelöst. Hier drüben ist auch nicht mehr allzu viel los. Wir werden erstmal offline gehen. Ich bleibe aber noch ein bisschen hier in der Innenstadt. Sollte hier noch etwas passieren, kommen wir direkt wieder live. Also am besten unseren Kanal liken, abonnieren, teilen. Wir werden jetzt auch erstmal kurz Powerbanks dran bauen. Und dass wir dann auch, falls hier noch was passiert, auch ausreichend Akkukapazität haben. In dem Sinne wünsche ich euch ein sonniges Wochenende. Da nochmal einen Blick. Ihr seht, das werden jetzt, sind noch gut, ja, knapp 10 Leute. Mit den Bildern verabschieden wir uns erstmal, werden erstmal Handy ein bisschen tanken, auffrischen und dann schauen wir mal. Bis dann.